Geschichten und Geschichte schreibt der große Preis des Sportlandes Niederösterreich hier in der Arena Nova immer wieder. Entweder wenn es die absoluten internationalen Topstars sind, die sich diesen Preis mit nach Hause nehmen, oder wenn es dann die Leute sind, die niemand auf der Uhr gehabt hat, mit denen eigentlich niemand gerechnet hat, so wie in diesem Jahr Lawrence Green. Ein wahnsinniger Ritt, ein wahnsinniges Gefühl, hier in diesen zwei Runden auch in dieser Halle zu reiten. Wie war's? War überwältigend. Also ich hatte damit gar nicht gerechnet, weil es einfach die Woche eigentlich auch nicht so gut lief bei mir. Und ja, dann mein Pferd war erste Runde null, da hatte ich schon riesen Spaß und einfach gedacht, heute könnte eventuell was gehen, dass der Sieg drin war, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, und zum Ende freue ich mich einfach umso mehr, dass es doch damit geklappt hat mit dem Sieg heute. Bei dem Blick auf die Startliste, ein Jürg Rehling, Dieter Köfler, Hugo Simon natürlich, reitet man damit ein bisschen mehr Respekt dann auch in so eine Prüfung rein oder konzentrierst du dich hier ganz auf deinen eigenen Ritt? Das habe ich schon irgendwo auch in Gedanken, dass diese Leute da sind, eben Jürg Rehling, Leute, die einfach jede Woche schon Geschichte geschrieben haben oder einfach Top-Leute. Und nachher, wenn ich im Parcours bin, habe ich das vielleicht schon irgendwo gar nicht mehr so auf dem Schirm und habe eigentlich versucht, nur mein Ding zu machen und nochmal versucht, eine schöne Runde zu reiten. Und ja, am Ende, ich kann es immer noch nicht ganz glauben und fassen, muss ich ganz klar sagen, aber... Dann bitte ich dich einmal kurz nach links zu schauen. Der Pokal, der ist nur für den Sieger im großen Preis vom Sportland Niederösterreich. Hast du schon mal so einen Pokal gesehen? Nein, gesehen, aber noch weder in meinem Besitz noch, ist jetzt meiner und da kann ich noch gar nicht so richtig glauben, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss man auch Platz dafür schaffen. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren war es Tobi Meyer, der hier das Pferd seiner Pflegerin in die Hand gedrückt hat und den Pokal den ganzen Abend nicht mehr aus Händen gegeben hat. Zum Parcours, weil du es auch gesagt hast, da diese zwei Runden von Peter Schumacher aufgebaut und auch die letzten Tage natürlich die große Tour. Was kann man darüber sagen, wie schwer ist es auch hier in der Halle zu reiten? Für mich ist das erste Hallenturnier. Ich war letzte Woche noch draußen, dann natürlich hier Halle, Atmosphäre. Mit den Abmessungen finde ich, also erstens mal super Parcours gebaut, anspruchsvoll. Einfach das Publikum und die Leute, wo da sind, wie Jürg Rehling, Hugo Simon und so weiter. Einfach anspruchsvolle Parcours. Ich finde es sehr fair gebaut, anspruchsvoll, fair und tolle Parcours. Heute war es mein Parcours irgendwie und ja, hat Spaß gemacht zu reiten. Dann hoffen wir einfach einmal, dass der Titelverteidiger sich das 2017 nicht nehmen lässt, seinen Titel auch wirklich vor Ort zu verteidigen. Ja, das auf jeden Fall. Also ich komme auf jeden Fall wieder und versuche das nochmal nächstes Jahr, was mir jetzt dieses Jahr gelungen ist. Vielen Dank, Lawrence Green, Deutschland-Sieger im großen Preis vom Sportland Niederösterreich.